Hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal Grammatik mit Norbert. Heute schauen wir uns einmal das Partizip 1 oder auch Partizip Präsens genannt an. Wie sieht so ein Partizip 1 eigentlich aus? Machen wir einmal zwei Beispiele. Das Kind sitzt spielend im Zimmer. Und das zweite Beispiel: Das um die Ecke fahrende Auto ist grün. Ihr seht, das Partizip 1 spielend und das Partizip 1 fahrende haben eine Gemeinsamkeit, dieses D. Also wie baut man so ein Partizip 1? Schauen wir uns den Bauplan an. Als erstes nimmt man ein Verb im Infinitiv. In unserem Beispiel spielen. Jetzt fügt man an das Ende dieses Infinitivs als Marker für das Partizip 1 ein D. Spielend. Im Prinzip ist unser Partizip 1 jetzt fertig. Das Kind sitzt spielend im Zimmer. Achtung, hier bezieht sich unser Partizip auf das Verb. Wie sitzt das Kind im Zimmer? Spielend. Das Partizip 1 ist hier ein Adverb. Unser Partizip 1 kann aber auch ein Adjektiv sein. Dann braucht es natürlich auch eine Adjektivendung. Das um die Ecke fahrende Auto ist grün. Hier haben wir ein Adjektiv. Das fahrende Auto. Und unser Adjektiv bekommt natürlich auch seine Endung. Das fahrende Auto. Was bedeutet nun das Partizip 1? Das Partizip 1 kann bedeuten, dass etwas aktiv passiert. Das spielende Kind ist das Kind, das spielt. Das heißt, das Kind ist in dem Fall aktiv. Es tut etwas. Das Partizip 1 kann aber auch bedeuten, dass etwas gleichzeitig passiert. Das Kind sitzt spielend im Zimmer bedeutet, das Kind sitzt im Zimmer
und spielt. Die Aktion des Verbs, das Kind sitzt im Zimmer, und des Partizips, das Kind spielt, passieren gleichzeitig. In diesem Fall Präsens und Präsens. Aber Achtung! Das Ganze funktioniert zum Beispiel auch im Präteritum. Das Kind saß spielend im Zimmer bedeutet, das Kind saß im Zimmer und spielte. Jetzt brauchen wir zweimal Präteritum. Denn das Partizip 1 sagt, die Aktionen passieren gleichzeitig. Das Kind saß gestern im Zimmer und es spielte gestern. Präsens und Präsens oder Präteritum und Präteritum. Das Ganze funktioniert natürlich auch zum Beispiel mit dem Perfekt oder mit dem Futur. Ich persönlich mag den Begriff Partizip 1 lieber als Partizip Präsens. Denn ihr seht, manchmal wird aus einem Partizip Präsens ein Präteritum. Der Begriff Partizip 1 führt einen dann nicht so sehr auf die falsche Spur. Für mehr Tipps und Tricks könnt ihr wieder meinem YouTube-Kanal folgen oder der Facebook-Gruppe beitreten oder mir auf Twitter folgen. Tschüss, euer Norbert.